Hallo liebe Weggefährten, schön, dass ihr mich wieder begleitet. Und heute könnt ihr mich in mein Revier für Hunde begleiten. Ich habe ein ganz, ganz tolles Thema für euch bei diesem YouTube-Video. Und zwar hündische Kommunikation und wann gehe ich wie dazwischen, wenn es zu heftig wird. Also, kommt mit ins Revier. Seid ihr soweit? Dann hereinspaziert. So, jetzt bin ich hier drin, mitten unter Hunden. Ja, eine richtige Rasselbande und ich bin nicht alleine mit den Hunden, sondern hier ist noch die Lisa. Da ist die Jana. Da ist die Sarah. Weil die Hunde, die hier beaufsichtigt werden, werden ja nicht von einer Person beaufsichtigt. Okay, also deshalb, wir sind alle zusammen. Und wir gehen jetzt mal zusammen mit euch auf die Wiese. Wunderbar. Mitkommen. Ist doch immer wieder schön, oder? So, diese Energie der Hundegruppe. Da schilt einer in der Ecke, im Schatten. Hat er recht. Hey. Die Hunde sind relativ entspannt. Wisst ihr warum? Es ist warm und die Hunde, ja, die geizen mit ihrer Kraft und mit ihren Energien. Und warum sollten die sich zu viel bewegen? Aber vielleicht kommt jetzt gleich mal ein bisschen Stimmung rein, wo ich euch ein paar Momente zeigen kann, die für euch spannend sind. Kommt mal schnell mit, da. Schnell, schnell. Da haben wir schon hundische Kommunikation. Guckt mal da. Normalerweise gehen jetzt Sarah, Lisa oder Jana dazwischen, aber jetzt mache ich das mal für euch. Achtung, jetzt hilft die Molly schon, habt ihr gesehen? Die Molly ist dazwischen gegangen, die hat schon aufgelöst. Wenn wir uns jetzt schon mal die Frage stellen, wie geht man eigentlich dazwischen? Ruhig, aber direkt und klar und deutlich und nicht mit, hey, warte mal, hör mal auf. Also Molly hat gerade auch nicht gesagt, könnt ihr mir vielleicht mal zuhören? Ich würde euch gerne mal was erzählen, weil ich finde, ihr habt eine seltsame Energie dabei. Molly war klar, direkt und deutlich. Und so könnt ihr auch sein. Eben die Hunde nicht zutexten und auch nicht aggressiv werden, wütend werden, sauer werden, ungehalten, hektisch. Ruhig bleiben. Ist das ein Bild? Ah, guckt mal, kommt mit, da hinten. Schneller, kommt schnell mit, sonst verpassen wir es. Da, zwei Hunde, die miteinander, ja, toben. Und der Schwarze hier, das ist ein Schmarotzer. Habt ihr gesehen, der hier, den müssen wir mal im Auge behalten. Der hier, da, Lisa grenzt schon ein, weil der Schwarze hier, wie heißt der? Billy? Lilly. Die Lilly, so ein kleiner Feuerleger, Lilly, du bist aber eine hübsche Maus. Die Lilly ist gerade von hinten hingegangen, hat die beiden Hunde gestört bei der Kommunikation und hat so ein bisschen so einen Nackenstoß gemacht. Ne? Bop, einmal rein. Da gilt es aufzupassen, wenn ihr solche Hunde beim Spaziergang oder eben in einer Gruppe habt, bitte darauf achten, dass sie sich mit ihrer Energie nicht zu sehr entfalten, weil da sind schon mal so ein paar kleine Feuerleger. Aber hier ist jetzt wieder Ruhe drin. Ja, die Hunde sind schon sehr entspannt, ne, weil es eben so warm ist. Aber wir wollen ja auch nicht, dass sie den ganzen Tag hier völlig drüber sind und überdrehen. Also, wichtig ist, wenn Hunde Auseinandersetzungen haben, geht bitte klar und deutlich dazwischen. Ob das jetzt eine Auseinandersetzung ist, die spielerisch ist oder ob sie aggressiv ist, ihr dürft bestimmt ruhig und deutlich dazwischen gehen. Und das am besten mit einem Sch oder mit einem Schnippen oder mit einem Hey. Wenn es wirklich zu heftig wird, dann kann das Hey auch schon mal ein bisschen lauter sein. Aber bleibt selber in eurer Ausgeglichenheit. Sonst überträgt sich eure Angst und die Hektik auf die Hunde. Vorsicht! Eiko, vor! Hier haben wir jetzt so einen Fall von einem Hund, der extrem überdreht. Und wie kann man ihn zur Ruhe bringen? Wenn wir zu viel mit ihm reden oder ihn jetzt dazu zwingen, runterzukommen und ihn touchen, dann wird das nicht besser. Ich bin eher ein Freund von
ruhigen Berührungen. Ne? Guckt mal, was der für ein Problem hat, wenn man ihn mal fixiert. Schaut mal, wie der überdreht. Seht ihr das? Wisst ihr, wo solche Hunde das lernen? Meistens bei den Besitzern. Heiko. Mit wenigen Worten viel erreichen. Also mit wenig den Hund dazu bringen, dass er ruhiger wird. Auch wenn er jetzt hier kommt, Monty, ein alter Bekannter von der Leinbegegnung, kennt der, guckt mal, der setzt sich schon bei mir auf den Schoß, den dann auch rausnehmen und dann auch in die Ruhe bringen. Also wir wollen nicht, dass hier die ganze Zeit so eine hektische Stimmung ist. Ja, Monty, passt es oder? Sag mal, Schatz. Ach, guckt mal, da hinten ist wieder was an Kommunikation. Kommt schnell mit. Da zwei kleine Zwerge. Da. Das ist ein schönes soziales Spiel. Ja, ne? Guckt mal. Da braucht ihr nichts zu machen, außer Schüler zu sein. Ihr könnt hier lernen, wie weit Hunde gehen und wie vorsichtig die doch mit ihren Zähnen sind. Übrigens, schaut mal. Der Eiko wird immer ruhiger, wenn wir ruhiger werden. Fühlt ihr dieses Gefühl? Fühlt ihr diese Magie? Das ist traumhaft, das ist einfach ein Geschenk. Das ist für uns immer wieder ein Geschenk, die Hunde so zu erleben. Das nennen wir in Hundenbaden. Mit dieser wundervollen Energie und mit diesen tollen Bildern wünsche ich euch oder wir euch noch einen wunderschönen Tag. Also, wenn ihr dazwischen geht, geht ruhig, aber bestimmt dazwischen. Und hündische Kommunikation hat ganz viele Gesichter. Ich werde euch immer wieder solche Videos zeigen. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Und bleibt bei mir und abonniert meinen Kanal. Da freue ich mich. Tschüss.